Einen schönen guten Tag, mein Name ist Nico Tate. Ich bin heute hier mit Max Mischer. Max Mischer ist Stadtratskandidat für Wernigerode. Und wir sind heute hier, weil wir die Punkte, die er in den Stadtrat einbringen möchten, nochmal klein wenig erörtern wollen. Jedoch würde ich dich doch zuerst mal bitten, dass du dich vorstellst. Ich bin Max Mischer, ich bin 22 Jahre alt, ich bin gebürtiger Wernigerode. Ich bin seit letztem Jahr Landesvorstand in der Piratenpartei Sachsen-Anhalt. Okay, dein wichtiger Punkt, beziehungsweise einer von deinen wichtigen Punkten ist der Erhalt von Schulen. Wie bist denn du darauf gekommen, beziehungsweise was denkst du, was man da als Mittel einsetzen kann? In der Bildung war mir immer schon sehr wichtig, weil in der Bildung liegt die Zukunft, weil unsere Kinder sind immer nur unsere Zukunft, machen wir uns nichts vor. Und wenn ich dann sehe, dass auf den Ländern, im ländlichen Gebiet überall die Schulen geschlossen werden sollen von der Landesregierung, da kommt mir so nahe. Und ich meine, Wernigerode ist jetzt nicht gerade das kleinste Dorf und selbst wir sind schon von Schulschließungen betroffen. Das kann einfach nicht angehen. Wir haben ja letztes Jahr gerade so noch die Schule in Silstedt gerettet, weil wir den Bereich auf Redderbar erweitert haben, den Schulbereich. Aber mit den aktuellen Plänen der Landesregierung aus CDU und SPD werden wir das nicht halten können. Denkst du denn, dass das Konzept, was ihr dort in Sülstedt angewendet habt, dass das auch auf andere Schulen anwendbar ist? Zurzeit nicht wirklich, weil wir haben nicht mehr so wirklich freie Schulen, Schulbezirke, die wir jetzt so groß rumschieben können, weil das ist ja auch eine Belastung für die Kinder. Ja. Also muss man da quasi gucken, dass man da im Land quasi auch einfach die Mittel bereitstellen muss, auch wenn es tatsächlich dann wahrscheinlich mehr wird. Man muss einfach komplett die Pläne von der Landesregierung stoppen. Man muss sich als Stadt dagegen stellen und sagen, hier ist Schluss. So kann es nicht weitergehen. Okay, das ist ja sehr schön zu hören. Als nächsten wichtigen Punkt hast du eine zukunftsorientierte und transparente Politik. Wie genau willst du das denn im Stadtrat anwenden? Was ist da so? Es sind ja, sage ich mal, zwei sehr allgemeine Begriffe. Und da würde ich doch sehr wissen, was konkreter dabei direkt im Stadtrat entstehen soll. Für mich heißt das hauptsächlich die Offenheit des Stadtrates. Die Inhalte und die Entscheidungen der Sitzung müssen öffentlich zugänglich sein. Wir haben ein Bürgerportal auf der wernigerode.de-Seite. Da hat man auch die Beschlussvorlagen, aber halt auch nur die Beschlussvorlagen, keine Anhänge. Man weiß nicht, was da jetzt dahinter steckt. Und man weiß auch nicht, wie das in Ausschüssen wirklich diskutiert wird. Es ist halt eine sehr große Hürde für Bürger, halt in das Rathaus zu gehen und zu Ausschusssitzungen die ganze Zeit zu gehen, weil die teilweise noch in der Arbeitszeit liegen. Und wenn man die frei im Internet verfügbar hat, dann ist das für jeden Bürger ein Mausklick statt ein ganzer Termin, für den man wirklich anderthalb Stunden Zeit teilweise opfern muss. Also wird das sozusagen barrierefreier so auch gemacht, auch wenn nicht jeder Internet hat, aber dank des Breitbandausbaus dürften wir ja da bald sein. Genau, das war jetzt aber noch relativ viel zu transparent. Zur Transparenz. Vielleicht, also das Zukunftsorientierte. Ja, das ist halt die Zukunft, meiner Meinung nach. Die Bürger sind zurzeit recht verdrossen von der Politik, auch in Wernigerode. Machen wir uns nichts vor. Da die Leute sind verärgert, weil sie nicht genau wissen, was da entschieden wird oder sich teilweise schon gar nicht mehr interessieren dafür, was da entschieden wird. Und das muss man in der Zukunft ändern, weil sonst geht das in Wernigerode immer mehr in den Bach runter. Also quasi durch Transparenz ermöglichen, dass in der Zukunft denn die Leute mehr Einblicke haben und sich mehr auch dadurch beteiligen können. Beteiligen vor allem dann auch durch Eingaben direkt von Bürgern. Ich finde zum Beispiel ungeheuerlich, dass Bürger einfach nur am Anfang einer Stadtratssitzung kurz was sagen dürfen und ab da dann halt sich gar nicht mehr zu Wort melden dürfen, wenn es dann zu irgendwelchen Entscheidungen geht. Dann kann man sich vielleicht mal melden, aber dann muss auch der Stadtrat erstmal beschließen, dass man sich als Bürger überhaupt äußern darf. Das finde ich echt nicht okay. Was natürlich wahrscheinlich nicht sehr oft passieren wird, denn. Was zurzeit nicht, ne?
Genau, als dritten Punkt habe ich hier bei mir die direkte Bürgerbeteiligung und Bürgerbefragung. Und zwar zu großen Investitionen und kontroversen Vorhaben. Nun ist das vielleicht auch nochmal etwas allgemein formuliert. Gibt es denn in Wernigerode große Investitionen und kontroverse Vorhaben? Beziehungsweise sollte man da Bürgerbeteiligung und Bürgerbefragungen mehr einbringen in diese Themen? Ja, zurzeit wird ja der Klint in Wernigerode umgebaut, hinterm Rathaus. Und der Plan der Stadtverwaltung sah letztes Jahr vor, dass die Blumenmauer abgerissen wird, was ein ziemliches Symbol von Wernigerode ist. Jeder Wernigeroder kennt die Blumenmauer, und wenn man sich halt irgendwo treffen will, dann sieht man nochmal die Blumenmauer. Und das hat eine Bürgerinitiative letztes Jahr verhindert, was ich sehr, sehr gut fand. Und an großen Investitionen, wir haben ja zurzeit den großen Umbau von Schirke, der im Jahr sehr, sehr viele Millionen verschlingt, was jetzt auch nicht gerade kleine Dinge sind und auch sehr kontroverse Dinge. Ich erinnere da an das Eisstadion zurzeit, wo ein unglaublich großer Aufwand dahinter stecken soll, hinter einem normalen Dach, was man auch einfach weglassen könnte, und dann wäre das ganze Ding um einige Teile billiger. Genau, also möchtest du quasi, dass, weil das zum Beispiel bei der Blumenuhr war, mit dem, dass sich da die Initiative dafür eingesetzt hat, dass die einfach nicht so viel, ich sag mal, Hürden haben, um solche Vorhaben quasi umzusetzen, um sich selbst in den Stadtrat einzubringen. Ja, die Hürden für diese Bürgerinitiativen sollen auf jeden Fall viel, viel niedriger gehangen werden, und man sollte sie vielleicht auch besser organisieren, ihnen vielleicht wirklich eine Plattform geben. Beziehungsweise wir als Piraten würden uns dafür natürlich auch gerne einsetzen und das Natürlich. dann entsprechend auch, weil es dann natürlich, wenn man im Stadtrat sitzt, einfacher ist, sowas einfach einzubringen. Ja. Ja gut, dann bedanke ich mich bei dir, dass du die Punkte nochmal dargestellt hast. Und ich wünsche dir viel Glück für deine Wahl. Und Dankeschön. von daher auch Ihnen noch einen schönen guten Tag und soweit, tschüss dann. Tschüss.